Tag, grüß euch. So schnell geht die Woche vorbei. Im letzten Video war es noch mehr oder weniger Montag. Und jetzt ist schon Freitag. Erste Arbeitswoche nach dem Urlaub. Check, geschafft. War jetzt nicht so aufregend. Bin eigentlich immer die gleiche Tour gefahren. War im Bezirk der Schlaunsberg unterwegs. Sprich, es hat sich nicht viel was verändert, als in dem Video, was ich schon hochgeladen habe. Also sprich, am Dienstag, glaube ich, war das. Und heute fahre ich mal eine andere Tour. Heute fahre ich nicht tagsüber, sondern jetzt am Abend. Es ist jetzt 19.24 Uhr. Ah, ist verkehrt, sieht man nicht. Auf jeden Fall ist 19.24 Uhr. Ich fahre Abendtour. Und ich mag das eigentlich gern. Also an und für sich ist jetzt auch weniger los auf der Straße. Nachdem Freitag ist, sind die Leute relativ entspannter auf der Straße. Nicht so wie unter der Woche oder tagsüber. Und wollte noch kurz darüber reden, wie die Woche für mich so verlaufen ist. An und für sich alles super, es war extrem heiß, wahrscheinlich bei euch auch. Bei uns in der Südsteiermark hat es jetzt nicht wild viel geregnet. Ich gehört, dass es woanders, wo schon geregnet hat. Bei uns war es jetzt nicht so schlimm. Ja, was gibt es eigentlich noch zum sagen? Es ist extrem schnell vergangen, die Woche für mich. Also wirklich schnell. Echt schnell. Und eigentlich ist in der Woche, hat mich nur ein Thema begleitet. Hat jetzt nicht wirklich was mit mir zu tun, aber mit meinen Freunden, sagen wir jetzt einmal so. Also nicht sagen wir so, sondern mit meinen Freunden. Ich habe gemerkt, in letzter Zeit geht es ein paar Leuten nicht so gut. Das hat verschiedene Gründe. Bei einem hat es mit der Beziehung zu tun. Bei der anderen hat es mit dem Job zu tun. Wieder bei wem anders hat es mit der Familie zu tun. Das Ding ist das. Jeder Mensch hat im Leben Phasen, die nicht so gut verlaufen. Manche dauern länger, manche dauern kürzer. Bei manchen Menschen ist es nicht so ergreifend, die Situation, würde ich fast sagen. Also sprich, manche Leute gehen gut damit um, manche Leute gehen nicht so gut damit um. Aber was die Leute alle miteinander verbindet, ist, dass sie, egal welches Problem, sie haben ein Problem. Sei es jetzt eben Überstunden in der Arbeit, Streit mit dem Ehepartner oder einfach nur mit der Partnerin, keine Ahnung, eine Diskussion mit der Mutter oder mit dem Vater oder Meinungsverschiedenheiten allgemein. Erstens sind wir Menschen sowieso nicht so gemacht, dass bei jedem alles gleich ist, Gott sei Dank, und auf der anderen Seite auch nicht, dass unsere Probleme gleich sind. Aber was uns eben alle miteinander eint, ist, dass jeder von uns irgendwo irgendwie Probleme hat. Was für mich das Wichtigste ist, ist das. Ihr müsst euch trauen, drüber zu reden. Einfach den Mund aufzumachen. Mit jemandem, sei es jetzt eine flüchtige Bekanntschaft, ein sehr guter Freund, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, egal wer. Redet mit ihnen. Redet über eure Probleme. Sie sind nicht lächerlich. Egal wie klein dass sie sind oder wie nervig sie für euch klingen. Mag schon sein, aber redet mit jemandem. Und wenn es die eine Person gerade nicht interessiert oder wenn es der Person zu viel ist, redet mit wem anders. Ich bin so ein Typ, mit mir kann man über alles reden. Das heißt, es ist eigentlich mein Instagram verlinkt, das ist glaube ich auch mein Facebook verlinkt. Oh, fliege ich raus, jawohl. Mein Facebook verlinkt. Wenn ihr mit mir reden wollt, redet mit mir. Ich bin ein guter Zuhörer. Obwohl ich jetzt mehr rede als Zuhörer, aber ja, ich bin ein guter Zuhörer. Und ich werde niemanden verurteilen, wegen nichts. Also da könnt ihr euch sicher sein. Wenn ihr reden wollt, schreibt es mir an. Wenn ihr mir irgendwas seht, redet es mir an. Seid nur mutig genug und macht den Mund auf. Macht einfach den Mund auf. Das mit jemandem reden führt zu weniger Problemen, als das, wenn man mit jemandem, wenn man mit niemandem redet. Ja. Das ist mir eigentlich so jetzt mehr oder weniger am Herzen gelegen, dass ich das so einfach einmal sage. Ermutigt es auch Leute, mit euch zu reden. Das kann sehr viel bewirken und sehr viel verändern. Einfach einmal zuzuhören und nicht zu verurteilen. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen. Ich habe jetzt ein bisschen was zum tun.
Ich werde da jetzt noch die schöne Landschaft genießen, während die Sonne untergeht. Ich werde euch hinten noch vielleicht noch ein, zwei Kurzvideos einschmeißen. Aber alles in allem war die erste Arbeitswoche sehr gut. War ganz in Ordnung, hat mir gut getan. Bin wieder zurück in meinem Groove, in meinem Flow. Und ja, falls euch wundert, was das ist, ich bin nicht auf die Nase geflogen oder sonst irgendwas. Nein, ich bin einfach so wie ich bin. Ich habe da so ein juckendes Ding halt einfach gehabt, da hat es gebissen und ich habe halt gemeint, ich muss kratzen und habe mich aufgerieben. Seht, ich habe auch mit euch geredet. Ich habe es euch auch erzählt. Ich mach auch keinen Elefanten aus der Fliege auf meiner Nase. Ja, macht es gut, macht es besser und bis zum nächsten Video. Grüß euch.